Ich hasse Sonntag. Wir sitzen hier. Hier. Wie viel nehmen wir jetzt? Das ist die Frage. Überfahrt würde ich jetzt, doch, würde ich sagen. Doch, überfahrt würde ich sagen. Dann hören wir kurz ein bisschen Senf. So. Pfeffer. So, das ist oder? Wo und so. Das ist egal. Ja, was von hier? Ach, da ist er doch. Jetzt. Nicht so viel. Hier muss auch so ein bisschen so klein wie ein Stück. Ja, du Schein. Das ist so deutlich Stimme. Was will denn hier? Beziehungsweise Schinken. Aber ein bisschen Zwiebel, ne? In die Muschel, in der Muschelduft aus der Muschelkluft. Mann, sehe ich wieder aus heute. Sexy, ne? Ich bin so hässlich, ich könnte modernes Kunstwerk sein, ne? Was meinst du? Ich meine das schon. Ich bin Job her. Ticken aus dem Moment. Brauchen wir auch keine ganze. Ja, fuck you. Marillenlikör! Vielleicht ist das so ein bisschen da. Zwiebeln dazu. Das andere Stück Zwiebeln nehmen wir für die Soße. Dann mit Zwiebeln tun wir rüber, nehmen wir gleich für die Soße. Noch dazu. Wegwerfen tun wir nichts. So. An.
Foto waschen. So. So, Hack. Wie viel Hack brauchen wir? Da bin ich mich ein bisschen überfragt. Wegen Material. Wirklich, was ich brauche. Schwierig. Wir sagen, wir nehmen einfach die Hälfte ab. So. Andere Hälfte. Das ist scheiße. Ich bin hier mit meiner Kamera, ich bin mehr, ne? Nur am Schmutz machen. So, hier ein Tütchen raus. Ich bin hier die Kleinen. Oh. Ist hier die nicht so klein. Das ist egal. Das ist egal. Hacken wir jetzt die Hälfte. So die Hälfte? Das ist weniger als die Hälfte, oder? So. Ein bisschen kann noch. Ein bisschen ab kann noch. Ja. Oh, Scheiße. Dann hat er weggenickt. Es ist Sonntag. Die Nacht so gut wie gar nicht gepennt. Jetzt habe ich nämlich das Problem, als ich mir dachte, ich sag so Bescheid, ja, zwei Essen fertig, etc. Jetzt bin ich einfach weggenickt, jetzt haben wir schon nach 12. Scheiße. Oh, ein Uhrendreck hier. So ein Uhrendreck. Jetzt gleich Hack finden wir ein. Handschuhe habe ich jetzt natürlich nicht. Das heißt, ich muss einfach nochmal die Folie brauchen, glaube ich. Ne? Ja. Folie brauchen, glaube ich, auch noch gleich. Ja, ich komme ein bisschen weiter vor. Brauche nur den Platz. Die Zwiebel hier runter. Ne? Immer diese Zwiebeln. Ihm noch. Da muss ich hier Schmutzarbeit machen, wo ich gar keinen Bock drauf habe, dieses nicht gerade, aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich meine scheiß Handschuhe habe. Aber ich glaube nicht mehr. Das heißt, irgendwie kann ich fliegen, verdammt. Ich nehme mal kurz einfach eine Tüte und bring das und der fährt Pfoten dann durch. Scheißegal. Scheißegal. Ich nehme kurz eine Tüte. Du musst hier als Handschuh. Das ist wie weh, oder? Wie gut, dass meine Videos keiner guckt, wie ich aussehe. Wie gut, dass ich mir meine Videos nie selber ansehe. Mir sollte auch viel mehr Zeug peinlich sein. Kann ich immer so das Gefühl, weißt du? Mir sollte viel mehr peinlich sein. Und das funktioniert nicht. Ich hab's gewusst. Ich hab es so gewusst. Ja, muss mal alles mit der Hand. Ich hasse das mit der Hand. Nee. Na, na gut, dann verlegt es sich besser. Von mir aus, sein muss, verlegt es sich halt so besser. Na ja, gut. Oh, okay, kann ich auch mitnehmen. Ich muss ja sowieso mit dem Pfoten arbeiten. Mehr oder minder. So. Der Vorteil ist, da ich jetzt hier, ein Ticken muss noch, der Vorteil ist, da ich hier in meiner, mit meiner Hackfleischmasse genug Senf einbinde in meinen Hack, habe ich nicht das Problem, dass ich die Roulade extra noch mit Senf auskleiden muss, sondern ich habe das hier in der Masse mit drin und dann spare ich mir dieses Rungelpinsel, weißt du? Spare ich mir dieses Rumgepinsel. Ja, kann man so lassen. Kurz die Pfoten waschen. Ein bisschen muss ja. Ne? Mir gefällt das tierisch hier. Mir macht das richtig Spaß. Vor allem, musst du das Trockentuch hin? Vor allem, was mir am liebsten ist, ist ja. Was mir wirklich am liebsten ist, ist ja wirklich, dass man immer den Spaß hat. Nicht nur mit dem Unfleisch oder so geht, sondern dass man dann noch in Stress kommt, wenn so eine Scheiße hier. Ja, das ist jetzt auch nicht so, dass ich hier irgendwas Schönes zaubere oder so. Ja, ist ja schon Schmutz, was ich hier mache. Ja,
ich mache es ja schon Schmutz. Also, wie immer eigentlich. Ich habe schon manchmal gehört, oh, sieht doch lecker aus. Ja, selten. Das Video ist von mir, sind ja sowieso alles Quatsch. Das ist ja sowieso alles schon mal Schmutz und Quatsch. Aber naja. Man muss ja wenigstens versuchen. Ach ja, ich hatte ja kein Fleisch gefunden. Man muss ja wenigstens versuchen, halbwegs was zu machen. Wo man dran glaubt. Das tue ich jetzt auch nicht zwingend, aber naja. Ist auch scheißegal, oder? Also, wie gesagt, ich wollte mal anstatt Standardrouladen zum Sonntag, wollte ich mal gefüllte machen. Und da bin ich ja mehr oder minder halt gezwungen, die zu plantieren, weil die sind ja schon schön. Und die haben auch Fläche, ne? Aber die haben halt immer noch ein bisschen, sind halt ein bisschen dünn. Ist. So, und jetzt? Kurz, mal kurz, noch mal kurz. Tick mal an. Dann mal einmal wegräumen. Dann noch mal eine Folie drüber legen. So macht man es, glaube ich, ne? Noch mal eine Folie drüber. Ja. Und dann, wenn man keinen Flaschenhalter hat, das ist jetzt nicht viel größer. Es funktioniert jedenfalls. Okay. Können wir jetzt wieder die Folie lösen? Richtig? Jetzt hier die Folie lösen. Lassen die natürlich hier liegen. Und trennen wir diese zweite Schicht, wo ich nicht mehr weiß, wo die zweite und die erste ist. Ja. Ah, guck. So. Oh, die ziehe ich einfach zur Seite. Wie praktisch. So, und dann kann ich jetzt hier meine Masse reinmachen. Nur ein bisschen Löffel, ne? Ich habe hier meine Ringe. Die nutze ich immer. Immer wieder. Alles vollgeschissen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den schon mal vorsichtshalber. Was ist denn da noch eine Scheiße? Schön auseinander machen, weil manche sind zusammengeklatscht. Das ist ja geil, warum? Wegen Technik. Spaß macht und ja. Das ist schön. Das überhaupt reicht mir nicht. Mal schauen, dass wir hier mal eine Toastkanne auch angucken. Dass wir hier mal, wie wir das denn jetzt machen. Jetzt hier was von der Masse. Müssen wir schon mal nehmen, sind nur 3 Rouladen. Klotz hier, oder? Schon ein Stück, oder? Aber ich hätte jetzt übrig hier. Scheiße. Mensch. Guck mal, wie ich das mache. Dann hat hier eine Seite noch hoch. Man das dann zumachen. Das fällt mir den Ring aber nichts. Das fällt mir den Ring aber nichts. Das fällt mir den Ring aber gar nichts. Definitiv nicht. Scheiße, was habe ich denn da noch? Ach, nur Scheiß. So. Was ist das denn jetzt hier? Warum ist das hier verknotet? Was ist denn das für ein Schmutz? Ich
Jetzt muss ich nur irgendwie Ich hab nachgeguckt, das ist Bitfern. Also, Internet sollte das funktionieren. Sieht vielversprechend aus, ne? Finde ich auch. Sieht sehr vielversprechend aus. Was ist mit meiner Haare? Oh, Scheiße. Packt ihr jetzt das Fleisch und packt meine Haare? Das haben wir schon auch gemacht, ne? So, machen wir mal einen zweiten Versuch. Schauen wir mal, ob das dann eher was wird. So. Uli wieder zurück. Auf dem Uli. Muss das Popoloch einstellen. Wieso? Oh, keine Ahnung. Nix rausläuft, ne? Was rausläuft, der nicht angewächst hat, du. Oh. Gehen wir ein bisschen hier rum. Es hängt ein bisschen fest. Spaß heute, ne? Ich mach auch immer einen Dreck. Was ist das denn hier? Das ist eine Riste. Wir hatten den Schmutz gekauft. Schnauze. Ja, Josopite, das ist auch ein bisschen größer geworden, ne? Naja, das hält.
Ich kann dir eins sagen. Nee, das bringt's nicht. Ach, eins sag ich dir. Der lernt nicht. Der will nix. Das wird scheiße gerne. Für meine Gefühle ohne an, Leute. Gefühlt mit Liebe. Wir sind gefüllt mit Liebe. Das reicht doch wohl. Hm? Wir sind gefüllt mit Liebe. Mehr braucht man ja im Leben nicht. Liebe und ein paar Prostituierte für zwischendurch an, sonst müsste ich keinen nicht. Ja, Kinder. Das Wichtigste ist doch die Familie. Das lasse ich mal gewählt und kommentiert, ne? Das lasse ich mal gewählt und kommentiert. Geistig unterrichtet. Ja, die Kandidaten für. Oh ja, sicher. Klapp auf wie so ein Zähnfisch. Ich kacke, ey. Ich kacke. Ja, so ein Schlückglückchen, das macht nichts. Schlückglückchen macht überhaupt nichts. Ja, so ein Schlückglückchen, das geht zur Seite. Wenn du raus willst, dann komm raus. Raus willst du, geh raus. Geh raus! Ich kacke. Ja, zwei Glückchen macht nichts. So. So sehen die aus. Eigentlich sehr fast ganz anständig. Oder wie sagt man die Scheiße? In diesem Gebiet was? Butter oder was? Ich mach nur Spaß, ist schon affig hier, ne? Ach ja, hier haben wir. Boah! Schwer. Ja, vorgekochte Kartoffeln. Das ist der Vorteil, machst du nachträglich in die Mikro oder heiß ein. So. Die machst du nachträglich in der Mikrowelle heiß. Und ja, das ist so der Punkt. Du machst das so nachträglich, machst das in die Mikro heiß. Und sparst dir da halt was. Unter anderem sind die Kartoffeln auch noch nachträglich. Unter anderem ist es auch noch so, dass ich dann halt mehr Kartoffeln gekocht habe heute. Deutlich zu viel, könnte man eigentlich sagen. Ne? Aber das geht ja richtig schlecht ab. Das geht ja richtig schlecht ab. Hab ich schön mit Absicht, ne? Schön absichtlich. Ich gab schön absichtlich. Kannst du eigentlich fast sagen, doppelt so viele Kartoffeln gemacht, die wir eigentlich brauchen, wie gesagt. Denn zeigen wir ganz einfach. Ich wollte mich. Weil jetzt die kalte Jahreszeit begonnen hatte, wollte ich morgen sowieso Blumenkohl machen. Und dann kocht man halt mal, dann kostet er halt ein paar Kartoffelkäse mehr, die du zwar eigentlich gar nicht brauchst, beziehungsweise nicht annähernd zu viele brauchst, du brauchst ein neues Trockentuch, weil das andere ist ja siffig. Beziehungsweise machst du mehr Kartoffeln und in Grünkohl kommen auch Kartoffeln und Mettwürste sollen. Ist eigentlich auch interessant. Könnt ihr mir mal erzählen, wie ihr das handhabt? Es wird auch warm in die Platte, ne? Schon warm, wenn das Holz anfüllt. Habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, dann weiß ich, ne? Euer Ofen, wo es anfüllt. Schon interessant. Beziehungsweise etwas Olivenöl. Ganz wichtig. Dann besorgen wir uns mal kurz noch einen Bottich. Den brauche ich ja noch. Den kleinen Grünen. Heiße Wasser. Dann mein guter Freund. Die fette Brühe. Das Öl dafür kurz mal hier anhalten. Wasser lasse ich kurz laufen, damit es richtig schön ist, weil wir können hier kochen. Ich krieg Wasser an. Allerdings braucht ihr bei solchen Temperaturen ein paar Sekunden.
Die habe ich gekocht. So. Einmal runter lassen soll. Oh, ja, gut, Ei, ei, ei. Dann nimm uns ganz entspannt mal einen Liter. Hätte ich. Kannst gar nicht sehen, aber dampft ganz schön. Stellen wir uns auch zur Seite. Haben jetzt hier unser Öl, dann brauchen wir unseren Schmutz hier. So, jetzt haben wir hier. Ganz schön Eis hier, du. Ganz schön Eis. Dann haben wir uns hier unsere Politchen, die viel zu früh drin sind, richtig? Ist nur die Innenplatte? Oh, ist nur die Innenplatte, Moment. Klack, klack. Weil was jetzt hier bei dem Nordsee reinfällt, ist das so, da hast du einmal so eine kleine Innenplatte und die große Außenplatte und da war nur die kleine Innenplatte an. Ich bin jetzt, ich benutze das hier zum zweiten Mal, glaube ich, das hier reinfällt. Dementsprechend muss ich erstmal ein bisschen schauen, wie man das so handhabt hier. Aber wie schnell, weißt du das? Weißt du, wie schnell das heißt? Ein paar Sekunden. Gerade ist angewandt, sehr recht. Nur zu Rahmenfeld, absolut Hammer. Ich finde, das ist absolut Hammer. Oh, das sind Bonner-Männer, ne? Aber die, wenn die nicht gut wären, dann wären die nicht gut. Das kann ich nicht sagen, wenn die nicht gut wären, wären die nicht gut. So, also. Kartoffeln sind vorgekocht. Ja, Moment mal. Die Kartoffeln sind vorgekocht. Also wie gesagt, Kartoffeln haben wir. Die Rouladen brate ich jetzt ab. Ach, unsere halbe Zwiebel nicht vergessen. Die braten wir schön mit an. Beziehungsweise spitz wir an. Kartoffeln sind fertig gekocht. Rotkohl, danach kommt die fette Brühe hinzu. Die Zwiebel auch schön, macht schön Farbe. Ja, und wie das denn fertig aussieht, und ja, und ich hoffe, dass es gut aussieht und fertig, seht ihr dann einfach auf dem Bild bei YouTube oder bei mir bei Instagram. Da hat niemand bei mir folgt, hat jetzt ungefähr eine Stunde eurer Zeit verschwendet. Mir ist es geil, in diesem Sinne. Ich verschwinde ja aus dem Küchen, ist das zu dämlich.